In Mettlach mache ich einen Abstecher zum Baumwipfelpfad. Der Baumwipfelpfad schlängelt sich auf seinen 1250 Metern immer höher durch Buchen, Eichen und Douglasien. Überall finde ich ungewohnte Perspektiven. Hier oben habe ich mich verabredet mit dem Naturpädagogen Karl-Heinz Richter. Karl-Heinz Richter, Sie sind Naturpädagoge und einer von den Naturführern hier auf dem Baumwipfelpfad. Ja. Warum ist der Erhalt der Natur so wichtig für uns alle? Nun, wenn Sie sich jeden Morgen überlegen, dass Sie aufstehen und einfach so atmen können, dann haben wir das zum Beispiel diesem Wald hier in unserer Umgebung zu verdanken, dem ganzen Wald, der uns umgibt. Warum? Ganz einfach, weil der Wald durch die uns allen bekannte Photosynthese den Sauerstoff produziert. Für die Bäume ist das ein Abfallprodukt, für uns aber lebensnotwendig. Ja, der ganze Wald in ganz Deutschland produziert für etwa mehr als 100 Millionen Menschen Sauerstoff. Das ganze Jahr über. Jetzt ist hier so eine Lernstation. Da steht drauf, die Buche, Mutter des Waldes. Wir stehen unter einer Buche. Warum ist die Buche Mutter des Waldes? Ja, weil sie uns wie eine Mutter ernährt. Sie können im Frühling ab Mitte April bis Ende Mai die Blätter zupfen. Ja. Sie holen sich einfach dann zu der Zeit ein Blatt herunter. Wenn die dann sehr hellgrün sind, dann haben die so kleine weiße Pflaumenhärchen drauf und dann können sie die essen. Dann schmecken die wie eine Nuss. Schmecken die immer noch? Oder? Ja, probieren Sie mal. Also mein Leibgericht wird es nicht auch ein bisschen bitter. Ja, im Frühjahr schmecken die wesentlich besser. Mhm. Man kann sie für Salate benutzen, man kann sie als Gewürz zu Salaten verwenden. Mhm. Brennnesselsuppe kennt ja jeder mittlerweile. Mhm. Also gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und sie produziert Sauerstoff jeden Tag für uns. Mhm. Den brauchen wir zum Atmen. Mhm. Ja, sie speichert eine Menge Wasser. Das heißt, die Buche, sie schützt und nährt uns wie ganz eine Mutter. Genau. Vielen Dank, Herr Gerne. Richter. Der Baumwipfelpfad wurde im Jahr 2016 eröffnet. Die Wege bis hoch zum Aussichtsturm sind barrierearm und familienfreundlich konzipiert. Mit einer maximalen Steigung von 6% können selbst Kinderwagen und Rollstühle problemlos nach oben geschoben werden. Ein Aufstieg für alle, der sich lohnt. So langsam beginne ich, die Ruhe und die Weite hier wirklich wahrzunehmen.